Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Heroes of Might and Magic 2. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Es geht weiter. Wir haben in der letzten Folge die Burg eingenommen. Und werden jetzt versuchen, mit Myra, die ihre volle Armee eingesammelt hat, unsere Hauptheldin wieder zu verstärken, sodass wir weiter angreifen können, Karte zu erkunden und zu erobern. Unser Totenbeschwörer wird in der Zeit die Orangen Minen einnehmen. So heißt das Wort, Minen. Und ja. Es soll weitergehen. Wir machen erstmal die Skelette weg. Was weg ist, ist weg. Eber schicken wir ein wenig an die Front. Jetzt werden wir erstmal die Elfen beseitigen. Das ist zwar ein bisschen Overkill, aber die könnten sich halt negativ auswirken. Jetzt werden wir mit den Rocks noch angreifen. Oh, die kriegen Glück. Das könnte reichen. Oh, na, reicht nicht ganz. Aber wir haben ja noch die Halblinge. Die Halblinge machen es. Wir haben also 6 Eber verloren, weil ich die Eber zu weit nach vorne positioniert habe. Na gut. Jetzt können wir wählen zwischen Mystik, Meisterhaft oder Pfadfinden einfach. Pfadfinden einfach hatten wir, glaube ich, noch nicht. Es gibt nicht nur grüne Landschaften bei Heroes of Might and Magic, wie hier. Es gibt auch also Wüstenlandschaften, Schneelandschaften. Und da kriegt man Punktabzüge in Bewegungsreichweite. Und das kann man mit Pfadfinden so ein bisschen abfedern. Dann kann man sich auch auf nicht grünen Terrain relativ weit bewegen. Gut, okay, wir nehmen Mystic, nur weil wir hier eben nur grünes Terrain haben. Spieler Orange wurde bezwungen. Wir haben unseren ersten Gegner komplett ausgelöscht. Okay, zweiten. Aber da haben wir beim ersten haben wir nicht wirklich viel zu beigetragen. Gut, okay. Aber wer hat jetzt den Grünen so ausgelöscht? Meine Leute, da muss ja irgendwie noch was sein, was richtig stark ist. Gucken. Mehr gesehen, dass da auch jemand durchaus ja, durchaus bereit ist, da auch mal einen gegnerischen Bock anzugreifen. Da bin ich ja mal gespannt, wer das ist. Und warum er das macht. Oh, da kommt er. Da kommt einer. Da kommt einer. Da müssen wir gleich hin. Nee, Myra, du brauchst einfach noch zu lange. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir so schnell wie möglich in die Burg kommen. Okay, alle Helden zu weit weg. Da hatte ich noch nicht weit genug erforscht. Der Gelbe ist es also. Der gelbe Hund. Ein Zauberer, wie es mir aussieht. Er hat viele Wasserspeier, viele Greifen, Minotauren, ein paar Elfen und wenige von den Orks. Können wir noch irgendwas bauen? Wir können gucken, dass wir das Mausoleum aufrüsten. Dann können wir 2 Lichs dahinstellen. Wir haben einen Barbar und einen Hexer, können wir uns rekrutieren. Das bringt uns aber nichts. Ja, mal gucken, vielleicht können wir durch die Königlichs wenigstens einmal mit unseren Türmen schießen. Die hat er doch wohl. Ja, hat er. Ja, das Laboratorium hätte ich jetzt nicht mehr zusammengekriegt. Ja, ärgerlich, aber so ist es halt. Myra rennt schon. Na okay, er ist zuerst dran. Also ich glaube, mit dem Blitzstrahl könnte sich das schon erledigt haben. Ja.
Ja, so ist das halt. Aber unser Hauptheld ist ja nicht weit weg. Er wird das wieder ausbaden. Die Frage. Nee, dann stehen wir nur im Weg rum. Komm, dann tust du was Sinnvolles und guck, erkundest die Gegend. So, unser Hauptheld wird sich das Ganze direkt angucken. Hallihallo, ich glaube, wir haben hier was nicht ganz verstanden. Ich werde hier oben anfangen mit dem Minotaurum. So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen was beseitigt. Die Meistermagier werden wir unter Schutz stellen, dass die Greifen da nicht so drauf können. Wir hätten vielleicht lieber die Halblinge nehmen sollen. Oh, er macht Feuererdwesen. Okay, das sind richtige Feuererdwesen. Das könnte lustiger werden. Wir werden erstmal die Wasserspeier beseitigen. Greift er mit den Greifen die Meistermagier an. Das kann er machen. Wir werden erstmal diesen einen Ork da beseitigen. Nochmal dran. War jetzt auf die 17. 13. Greifen gehen. Meine Stahlgolems werden auch mal zuhauen. Ihre erste Aktion! Ihre erste Aktion. In der vierten Folge. Jawohl. Super. Super, super. Wir werden die ein wenig bezaubern. Oh Mann, da verliere ich ordentlich was. Säureregen. Nein, da geht's richtig was bei kaputt. Ja, wir gehen direkt drauf mit den 22. Ist ein starker Gegner auf jeden Fall. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir so schnell wie möglich mit unserer Armee da reinkommen. Aber mein Katapult schießt die Türme kaputt. Es nimmt uns ein wenig Druck. Wir werden gleich Blitzstrahl drauf sprechen. Es sind nur noch vier. Vier Feuerwesen. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir kriegen die verzauberte Sanduhr. Wir kriegen einen Donnerstreitkolben der Herrschaft. So, die Bock gehört wieder uns. Gott sei Dank. Aber wir haben harte Verluste erlitten. Na gut, okay. Aber was haben wir denn jetzt erhalten? Die verzauberte Sanduhr verlängert die Wirksamkeit all ihrer Zaubersprüche um zwei Züge, jawohl. Und dann haben wir eben halt noch einen Angriff dazu bekommen. So, er ist irgendwie von da gekommen. Dann wollen wir doch da gleich mal nachgucken. Ich glaube, wir gehen da lang. Ich denke, das wird sich da treffen. So. Gut, die Mine haben wir, dann haben wir Zauberspruch, Fähigkeit gelernt. So, können wir hier jetzt irgendwie was bauen, was uns weiterhilft? Nee, noch nicht. Wir kommen langsam der Wolkenburg näher. Uns fehlen noch sechs Edelsteine. Und ein bisschen Gold. Aber Gold kriegen wir ja dank der mehreren Burgen jetzt genug. So. Zack, 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 zack. Also, okay. Müssen ja wieder ein Halbling. Ein Halbling abstellen, dass sie sich auch wieder bewegen kann. Aber man müsste die Sachen schon so bringen. Bringt das eigentlich was, ein doppeltes Artefakt zu haben? Ja, bringt das. Gut, okay, dann behalten wir das Artefakt natürlich.
So. Du nimmst die Mine ein. So. Gute Myra, du wirst den Heimweg eintreten. Genauso wie unser Nekromant den Heimweg eintritt. Wir könnten hier schon das Laboratorium bauen, aber wir sparen ja hier auf die Wolkenburg. 4 Edelsteine eigentlich nur noch. Kriegen wir die nicht irgendwie anders? Wir haben jetzt eine zweite Burg und damit haben sich auch unsere Handelskurse ein wenig verschönert, wie ihr seht. Nicht mehr 1 zu 20, sondern 1 zu 14. Das ist fast so wie in einem Handeldepot. Ich denke, wir machen das mal. Nee, dann haben wir, glaube ich, keine. Nicht mehr genug. So, jetzt sollten wir noch genug haben. Jetzt haben wir hier noch Quecksilber so viel. Das werden wir auch tauschen. Jetzt haben wir die 20 Edelsteine zusammen. Ach, wir brauchen dafür ja nur 5 Holz und 5 Erz. Na gut, okay. So, was brauchen wir für die Aufgerüstete? Nochmal 20 Edelsteine. Na gut, okay. So, dann haben wir jetzt die mächtigsten Diener erreicht. Oder Kreaturen. Das ist doch schon mal schick. Wird uns Myra auch gleich holen. Dann können wir dadurch... Können wir nämlich ersetzen mit den Halblingen, oder die Halblinge werden ersetzt durch die Titanen. Viel mehr. Die Bevölkerung von Bauer verdoppelt sich. Weg. Ich hoffe nicht, dass wir welche irgendwo im Weg stehen haben. Nee, sieht nicht so aus. So, Dorn kann jetzt hier noch die Mine erobern. Weiß ich, traue mich irgendwie, glaube ich, jetzt nicht weiter vor. Obwohl, wir haben gute Zauber. Ich denke, wir werden trotzdem noch versuchen, die Karte weiter nach vorne zu erkunden. Weil wir haben ihnen ja auch eben ordentlich Schaden zugefügt, ne? Am Ort nicht greifen, Wasserspeier und sowas von ihnen geplättet. So, wir müssen jetzt mal die Taktik hier ein bisschen besprechen bei der ganzen Veranstaltung hier. Ja, die Zombies werden die Lichts beschützen und die Mumien auch. Und die beiden, die Skelette und die Vampirlords sind die Angreifenden. Machen wir aber so. Das Skelett eventuell auch noch in die Reichweite der Lichts kommen könnte. Die Vampirlords haben ja die Möglichkeit, die ganze Karte zu überfliegen. Ja, leider gibt es hier gerade nichts Einfaches zu kämpfen. Sonst würde ich ja sagen, wir. Ah, doch, da die Wölfe. Dann könnten wir da mal unseren Totenbeschwörer ausprobieren. Pass auf, ich renne da jetzt hier gleich in eine Horde Gegner rein. So. Zack. Sie erlangen die Kontrolle über eine Kristallmine. Jawohl. Ja, die Mine ist mir jetzt erstmal egal. Oh, da ist ein Gegner. Gegner sind immer gut. Oh ja, jetzt ein bisschen kämpfen, ne? Nur die Karte erobern. Weil der ist stark, glaube ich. Oh ja, er hat auf jeden Fall ordentlich was an Armee. Also das kann man ihm jetzt mal nicht absprechen. Versucht mich aber nicht direkt anzugreifen. Versuche die Burg zu erkunden. Ja, die Burg ist gut. Da können wir vielleicht... greifen. Das ist eine Barbarenburg. Ich spreche hier gezielt einen Blitzschlag. Hier gehen wir auf die Goblins.
Weil wir da am meisten weg von haben. Ach ne, wir könnten ja nicht die noch angreifen. Ja, ja. Bei den Orks zerstören wir nur zwei. Bei den Goblins hätten wir komplett ausgelöscht. So, jetzt, wenn ich jetzt reingehe, würde ich glaube ich die Orgas angreifen. Bist du ganz schön auf sich alleine gestellt in der gegen Orks. Ah, jetzt kriegen sie Glück. Naja, was soll's. Okay, so, dann werden wir jetzt noch die Goblins angreifen. Ein bisschen Schaden drauf verursachen. Den Ogre würden wir wahrscheinlich nur ankratzen. Ah, der Katapult schließt fleißig. Wir müssen die... das leider beseitigen, die Goblins. So, jetzt schießen wir noch einen Blitzstrahl auf die Ogres. Wir sind jetzt dann noch 14. Ich glaube, ich fliege mit den Rocks wieder raus und lasse die Rest die Ebers machen. Jawohl, das wird's bringen. Na ja, gut, überhin also einen ganzen Ogre geplatt gemacht. Hat es dann schon ein bisschen gebracht. Ja, die Meistermagier sind weg. Bin wieder dran und kann nochmal einen Blitzstrahl wirken. Also diese Ogre sind echt, da kann man sich tot drauf prügeln. Okay, jetzt kriegen wir hinten raus nochmal Glück. Aber so viel haben wir eigentlich gar nicht verloren. Das war eigentlich schon ganz gut. Können wir einen Barbaren? Jawohl, wir können einen Barbaren. Das ist super. Wenn wir das Lehmhaus aufrüsten, instant. Und dann gleich mal Armee aufkaufen. Beide Barbaren, die finde ich so nice. Macht so viel Spaß. Aber er kann halt nicht zaubern. Das ist auch ein großer Nachteil. Ne? Also, oder kaum zaubern. Er kann schon zaubern, aber muss ja jetzt so ein Buch kaufen und dann hat er nur die unteren Fähigkeiten. Naja. Kaum Zauberkraft. Aber es wäre ja auch unlogisch, ne? So, Myra, bewege dich. Der Totenbeschwörer bewegt sich hier hinten rum, sammelt ein bisschen was ein. Ich greife jetzt gerade absichtlich nicht an, falls der nämlich da hin abhauen will. Werden wir das nämlich mal mit dem Totenbeschwörer versuchen. Mine. Und dann werden wir ihn jetzt mit dem Totenbeschwörer angreifen. Damit ihr den Totenbeschwörer auch mal im Einsatz seht. Todeshölle. Beschädigt alle lebenden, nicht untoten Einheiten der Schlacht. Dieser Zauberspruch ist eine verbesserte Version der kleinen Todeswelle. Gut, die werden wir spielen. Alle nicht untoten kriegen Schaden. Ich meine, das ist ja wohl so ziemlich der Fall, außer bei meinen Dienern, Kreaturen. Deswegen nutzen wir das und fügen ein wenig Schaden zu. Gut, jetzt werden wir jetzt noch mit dem Licht feuern dürfen. Ja, ganz klar, die Zentauren. Gut, die Wasserspeier kommen jetzt rüber und greifen unseren Einhalter an, unsere Feuernde. Wir werden jetzt mit voller Truppe hier, 23 Vampirlords, eine Hauptschlagkraft, die Zentauren platt machen. Die Vampirlords haben die Fähigkeit, dass sie sich selbst ihre HP wiederherstellen. Das ist sehr nice. So, der Wasserspeier.
Wir können jetzt noch eine Todeswelle spielen, das machen wir auch. Und dann gucken wir mal, was noch überbleibt. Weil da werden wir auf die Wölfe schießen. Gut, ein Vampirlord ist gefallen. Na, das ist gut. Moment, also ist nicht gut, aber kann ich euch das mal zeigen? Also es sind jetzt noch 22. Und wenn ich jetzt die 8 angreife, habe ich auf jeden Fall den Vampirlord wiedergekriegt. Weil ich hatte ja vorher 23, 22, einen weniger. Und der hätte hier in den Verlust mitstehen müssen. Also habe ich diesen Vampirlord, das sieht man jetzt leider nicht, wiederbekommen. Nur dadurch, dass ich die Wölfe habe. Na gut, okay. Also wir haben quasi einen Wolf in einen Vampir von ja, verwandelt. Gut, wir haben ein bisschen was verloren, aber nicht so viel wie er. Von daher hat sich das Ganze doch schon ganz gut gelohnt. Und Erfahrungspunkte hat er auch gesammelt. Wir kriegen noch ein immer kalter Eiszapfen. Und als Fähigkeit hat der Totenbeschwörer eine sehr geile Sache. Durch die dunkle Kunst der Totenbeschwörung sind sie in der Lage, 15 der Toten des Feindes wieder zu erwecken, die als Skelette in ihren Dienst treten. Ja, okay. Kriegen wir jetzt also 15 Skelette. Also haben wir im Endeffekt, glaube ich, kaum Skelette verloren. Ich glaube, er welche dazu bekommen sogar. Ja, und wenn man mit dem Totenbeschwörer die ganzen Bauernarmeen einsammelt, könnt ihr euch vorstellen, dass wir da relativ viele Skelette irgendwann kriegen könnten. Genau das ist auch passiert. So, oftmals. Ja, ein Freund von mir hat es auch übertrieben, hat sich eine Karte erstellt und hat überall so Bauern Stacks hingestellt und hat den Totenbeschwörer alle angegriffen und hat sich dann eben halt, weiß nicht, 30.000 Skelette oder sowas in seine Armee berufen damit. Das war dann schon ganz nett. Muss man auch sagen, dieser Karteneditor hier, oder gerade in älteren Spielen, finde ich, ist sehr nice. Also das muss man echt mal sagen. Wenn man da so heutige Map-Editoren sieht, wo man echt erstmal, weiß nicht, gefühlt studieren muss, um die zu verstehen. Ja. Weiß ich nicht. Dann habe ich schon keine Lust mehr irgendwie. Den irgendwie zu verwenden. So, jetzt kann ich zwischen Pfadfinder und Adlerauge wählen. Ich werde Adlerauge wählen. Damit kann ich gegnerische Zaubersprüche erlernen, die ausgesprochen werden. So, wir erkunden weiter die Karte. Wie ihr seht, haben wir ja schon einiges von der Karte erkundet. So, wir haben jetzt 18 Edelsteine und ein bisschen Gold. Genug Gold. Jetzt fehlen uns nur noch 2 Edelsteine. Die werden wir versuchen zu erhandeln, dank unserer neu eroberten Burg, und dessen Marktplatz gelingt uns das auch recht günstig. So, jetzt können wir uns sogar Titanen kaufen, hätte man das Gold dazu. Kostet nämlich nur 5000 pro Einheit. Der Nekro geht in seine Burg zurück, wir haben ihn ja im Einsatz gesehen. Der Barbar bleibt auch da. Wenn es gefährlich wird, werde ich seine Armee aufkaufen. Ich werde jetzt noch die Burg, die Trolle aufrüsten. Aber weiter werde ich da jetzt nichts mehr investieren. Da werden wir sparen. Oder? Er hat doch. Sonst hat er ja auch alles bis auf die Pyramide. Das ist gut. So, Myra, du gehst deiner Arbeit nach. Die Halblinge, Ebers, was? Ebers, Meister Morgias und Rox. Okay, wir haben keine Kohle mehr. Wachstum von Mumie plus 5.
Oh, Edelsteinmine. Ganz wichtig. So, der Totenbeschwörer. Ah, gut, hier werde ich jetzt nichts. Wie gesagt, ich werde jetzt nichts heute ausgeben, außer hier. In der Hauptburg. Wir könnten auch schon 7 Titanen kaufen. Wir werden jetzt mal einen Titan kaufen. Ja, es ist so ein bisschen teuer, das Ganze. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir das Ganze, glaube ich, mal gegen Gold tauschen. Diese ganzen Ressourcen. Okay, wir werden noch ein paar Edelsteine uns holen. Rest Gold. Wie viel brauche ich? Brauche ich 2? Ja, 2. Dann könnte ich noch 3 kaufen, hätte ich genug Gold. Na, schauen wir mal. Wie viel Gold wir zusammenkriegen. Wenn es mal 10.000, dann kriegen wir 2 zusammen. Dafür reichen unsere Edelsteine. Jawohl. Jetzt haben wir noch 2000 Gold. Damit werde ich versuchen, die Meistermagier und die Rocks aufzukaufen. Schaffe ich nicht ganz. Okay, wir müssen also weiter warten. Hat sich eben was bewegt? Oh, hier sind Vampirlords. Okay, die möchte ich jetzt nicht unbedingt bekämpfen. Ich renne Myra ein bisschen entgegen. Okay, wir haben schon wieder eine neue Woche erhalten. Also irgendwie. Na gut, die Halblinge lassen wir mal drin, die brauchen wir nicht. Wir brauchen die Meistermagier auf jeden Fall noch. Ich würde ganz gerne noch den einen oder anderen Titan kaufen, aber wo ist nichts los, ne? Okay, hier sind ein paar Zombies. Heiliges Wort. Oh, ein heiliges Wort. Ah, komm, Rox in Totalangriff jetzt hier. Gegen Glück hauen die erste Partei um. Ja, bis ihr da vorne seid. Okay, also so geht es natürlich schneller. Vielleicht hätte ich den Eile geben sollen. Das kann man auch. Also Eile heißt, dass sie dann halt eine weitere Distanz auf dem Schlachtfeld überbrücken können. Und hier, gehen wir auf die 21 da hinten. Dass die noch irgendwie einen Rock finden. Ah, wir kriegen gute Moral. Das ist doch gut. So. Der ist schon weg. Bist du denn weg? Jawohl. Aber ein Rock, ein Eber verloren. So. Und wir können weiter Sachen aufkaufen. Wir können noch einen Titanen uns leisten. Ebers. Wir brauchen Ebers. Zack, wir brauchen Gold. Wir sind jung und brauchen das Gold. Jawohl, das hat schon mal gereicht. Das ist doch schön. Jetzt warte ich exakt noch eine Runde. Vielleicht können wir dann noch einen. Titanen kaufen. Jetzt kommt der Hexer uns entgegen. Na, ich wollte das Gold nehmen diesmal. 500 Erfahrungen drauf. Na gut, okay. Ja, einen können wir noch. Super.
Naja, noch einen werde ich dann nicht zusammenkratzen können. Das sind 700, 300. Nee, das reicht nicht. Ist jetzt auch gut. Wir werden jetzt Richtung Haupthelden bewegen. Haupthelden bewegen. Dorn braucht neue Armee. Der Totenbeschwörer ist jetzt mittlerweile auch zu Hause angekommen. So, wo ist er denn? Was hat er denn? Oh ja, er hat eine ganz nette Armee. Na gut, okay. Wie das jetzt aber weitergeht, seht ihr leider erst in der nächsten Folge.